Grüß Gott, liebe Zuschauer. Wir machen heute ein weiteres Video, ein weiteres Kurzvideo zur FS-Reihe, also zur Reihe Finanzielle Souveränität. Und zwar haben wir ja in einer Reihe von Videos schon ausgearbeitet, wie unser herrschendes Geldsystem, also wie das Zinsgeldsystem, die vielfachen heftigen Probleme erzeugt, die wir in der Welt sehen. Und wenn wir mit einem so extrem negativen und destruktiven System leben, stellt sich natürlich die Frage, warum wir da nicht von wegkommen, trotz zahlreicher Bemühungen. Und gibt es tiefer liegende Ursachen oder welche tiefer liegenden Ursachen im kollektiven Bewusstsein gibt es dafür, dass wir mit diesem System leben und dass wir nicht davon wegkommen? Und da arbeiten wir heute mal diese verschiedenen Ebenen tiefer liegender Ursachen heraus, die in unserem kollektiven Bewusstsein diesem System zugrunde liegen und die dafür sorgen, dass wir nicht davon wegkommen. Also das Zinsgeldsystem erzeugt, also oder die Grundlage für das Wirtschaften mit dem Zinsgeld ist, dass Investoren und Banken zum Beispiel, also oder aber generell private Investoren, ihr Geld nur investieren, wenn sie einen Zins dafür zurückbekommen. Die Zinsgewinne, die sie dann erwirtschaften, werden nur dann erneut investiert, wenn ein weiterer erneuter Zinsgewinn zu erwarten ist. Wenn sie reinvestieren und reinvestieren, ohne so zu denken, dass ein Zins dabei rauskommen muss, dann würden im Endeffekt alle Wirtschaft, alle Unternehmen, alle Wirtschaftsbereiche würden in einen Zins, in eine Verzinsung von 0% fallen, weil die breite Investition immer dazu führen würde, dass die Preise fallen, sodass am Ende kein Zinsgewinn herauskommt. Das bedeutet, dass die Investoren ab einem bestimmten Punkt immer abschöpfen. Die Zinsen abschöpfen und nicht reinvestieren und in der Realwirtschaft dann immer größerer Geldmangel entsteht. In Wirklichkeit, also auf der einen Ebene wird das Geld immer mehr, das ist aber bei den Reichen, also bei den Superreichen vor allem. Und auf der anderen Seite in der Realwirtschaft, also für die arbeitenden Menschen, wird es immer weniger. Das Geld, die Geldknappheit wird immer größer. Und das ist ja die Realität, die erzeugt wird durch diesen Mechanismus, alleine dadurch, dass wir mit Zinsgeld arbeiten, dass die meisten Menschen die Erfahrung machen, dass das Geld immer knapper wird, knapper und knapper. Das ist die Realität. Es ist zwar noch da und es ist immer mehr da, aber das zirkuliert dann nur noch zwischen den Reichen hin und her und betrifft die arbeitenden Menschen nicht, die da nicht rankommen können. Oder es wird gehortet. Also diese Erfahrung, dass das Geld immer knapper wird, erzeugt natürlich Mangelgefühle. Wobei, das ist jetzt schon der übernächste Schritt. Machen wir noch einen anderen Schritt, also aus der Perspektive der Hochfinanz, die dadurch entsteht. Das heißt, das Zinsgeld hat durch diesen Pumpmechanismus eine permanente Umverteilung von den Arbeitenden zu den Vermögenden, von den Arbeitenden zu den Vermögenden. Und dadurch entsteht rein mathematisch zwangsläufig irgendwann eine Hochfinanz, die ist in unserem Fall schon im 17. Jahrhundert entstanden und hat seitdem zunehmend die Kontrolle über diese Welt übernommen. Durch diese Vermögensanhäufung ist die Hochfinanz Eigentümer der global operierenden Konzerne. Sie ist Geldgeber für die Staaten, das heißt, sie kontrolliert die Staaten, die Regierungen. Und herrscht dadurch durch dieses System, was ja kapitalistisch ist. Und wenn die Regierungen Kommunismus einführen, herrscht sie noch mehr über den Kommunismus, weil sie ja die Regierungen kontrolliert. Das heißt, Kapitalismus und Kommunismus sind die beiden
Werkzeuge der Hochfinanz zur Errichtung einer Diktatur. So, jetzt haben wir wenn Geldmangel da ist, beziehungsweise nein, wenn aus Investorensicht gesehen, ist es die Gier, durch nicht arbeiten, nur durch Vermögen sein, immer reicher zu werden. Beziehungsweise, wenn wir die Erfahrung machen, auch dass das Geld nicht reicht, also auch aus Sicht der Allgemeinheit, dann ist es wünschenswert, zusätzlich zu unserem Einkommen, das wir erarbeiten, noch irgendein Vermögen zu haben, durch das wir dann noch Zinseinnahmen haben, oder irgendwelche Zinsen, Mieteinnahmen, Renditen. Das alles ist ja im Bereich zusammengefasst als Zinsen. Geld, das wir nur dafür bekommen, dass wir Vermögen haben. So, und das erzeugt eine bestimmte Gier nach dieser Möglichkeit, Geld zu bekommen, ohne was dafür tun zu müssen. So, da hält uns also die Gier im System. Dann, also ist die Gier die Urursache für die Probleme in der Welt. Und die Gier wiederum kommt aus der Wahrnehmung eine Stufe tiefer, was wir gerade hatten, dass wir nicht genug haben. Und dieses nicht genug haben wird ja auch vom Geldsystem, wie wir gerade am Anfang dargestellt haben, erzeugt. Das heißt, wir haben ein zugrunde liegendes Mangelbewusstsein, was bei allen da ist, also in der allgemeinen arbeitenden Bevölkerung, aber auch bei den Reichen, dass wir meinen, wir haben nicht genug und müssen deswegen gucken, wie wir an dieses Geld kommen. So, jetzt haben wir also Gier und Mangel zusammen bedeuten und bestärken dann ein materialistisches Bewusstsein im kollektiven Bewusstsein. Also das ist der Materialismus. Das heißt, aufgespalten ist es überwiegend dahin, dass die Masse der Menschen im Mangel lebt und weil sie die Erfahrung macht, dass das Geld knapp ist und man sich ständig überlegen muss, wie man genug bekommt oder wofür man das, was man hat, ausgibt. Und die Gier der Reichen, die die Erfahrung machen, dass es immer mehr und mehr wird, weil die arbeitenden Menschen, die im Mangel leben, gegen diesen Mangel ankämpfen, indem sie immer härter und effizienter arbeiten und diese Mühle in Gang halten, die das Geld nach oben verteilt zu den Reichen. Dadurch sind alle gefangen im Materialismus, so. Also in Mangelgefühlen und Gier. So, wenn man sich jetzt fragt, woher kommen die Mangelgefühle, dann ist eine Ebene tiefer, sind es Schuldgefühle. Denn Schuldgefühle und unser ganzes Geldsystem dreht sich ja um Schulden, um Schulden, um Schuld und Schulden. Also das Thema Schuld ist schon im Geldsystem zentral enthalten. Das heißt, es gibt eine Aufspaltung auch hier in Menschen, die an ihre eigene Schuld glauben und versuchen, ihre Schuld abzuarbeiten, um frei zu werden von Schuld. Und es gibt die, die Schuld aufbürden, beziehungsweise Schulden aufbürden und ständig kassieren. Aber auch die scheinbar die Gewinner sind, also die Hochfinanz, sind selbst gefangen in Schuldgefühlen, die sie anderen zuweisen. Das ist ja auch ein Akt der Schuldprojektion. Man kann ja nur etwas projizieren auf andere, was man selber hat. Also sie sind genauso in Schuldgefühlen gefangen, nur dass sie sie permanent projizieren und sich als die Guten und so weiter darstellen, die der Welt
dienlich sind, während sie permanent Schulden einfordern. Und dann fragt man sich, woher kommt ursächlich letztendlich die Schuldgefühle? Und da ist eine Ursachenebene tiefer, also die Ursache all unserer Probleme in der Welt kommt letztlich aus der Ursache der Schuldgefühle, und das ist unsere Abtrennung aus der Einheit, also dass wir unser eigenes Wesen, unsere eigene Identität abtrennen, als isoliert sehen vom Ganzen und dadurch nur uns selbst, also primär uns selbst sehen, unseren eigenen Nutzen, unseren eigenen Vorteil. Und dieses Ego, also diese illusionäre Vorstellung, dass wir getrennt sind vom Ganzen, löst, also bringt uns in Konflikt mit dem Ganzen, mit dem Leben, mit der Ganzheit und löst Schuldgefühl aus. Beziehungsweise es ist in gewissem Sinne auch eine Schuld, weil es eine verzerrte Sicht ist, durch die wir andere, also die Sicht der Einheit ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder was du nicht willst, dass man dir tue, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist die sehr einfache Regel und das Ego geht darüber hinaus in den Eigennutz und sieht nur sich selbst. So, das ist also die Ursache für die Schuldgefühle. Also jede Handlung, bei der wir andere nicht als einen Teil von uns selbst sehen, ist ein Verstoß gegen die Einheit und ist in dem Sinne eine Sünde im Sinne von, Sünde kommt von absondern, also eine Absonderung aus der Einheit, andere als von uns getrennt zu sehen. Wodurch wir gegen die Gesetze der Einheit, gegen die Gesetze der Liebe, gegen die Gesetze des Mitgefühls verstoßen. So. Wir haben also, und das ist immer mein Fokus, wir haben also einen direkten Zusammenhang zwischen Bewusstsein und unserem Geldsystem. Ja, das Geldsystem erzeugt eine permanente Geldverknappung, die Mangelgefühle auslöst. Es erzeugt eine permanente Vermögensumverteilung, die bei denen, die davon profitieren, eine immense Gier füttert, die niemals, niemals aufhört. Und dazu führt, dass sie immer noch mehr haben wollen. Im Zentrum des Zinses steht die Schuld, die ja eingefordert wird und die abgetragen werden muss und für die Mehrheit niemals abgetragen werden kann, weil sie an anderer Stelle erläutert habe, was auf Bewusstseinsebene daher kommt, dass diese Schuldgefühle illusionär sind. Wir tragen ständig eine illusionäre Schuld ab und die Deutschen mehr noch als jedes andere Volk. Deswegen sind wir auch das am meisten ausgebeutete Volk auf diesem Planeten, weil wir permanent unterbewusst gigantische Schuldgefühle abtragen, die Profitierenden davon für sich nutzbar machen. Die nutzen uns über unsere Schuldgefühle aus, ja, das wissen wir. Wir haben also auf der anderen Seite diese Gefühle, diese Gier, Mangelgefühle, Schuldgefühle, mit denen wir identifiziert sind und die dazu führen, dass wir an diesem destruktiven System festhalten. Ja? Wir sehen es entweder als für uns vorteilhaft oder als notwendig, um gegen den Mangel anzukämpfen, dass wir Vermögen aufbauen, ein bisschen Zinsen erwirtschaften, um aus dem Mangel rauszukommen, irgendwo Zusatzeinnahmen herbekommen und dadurch im Mangel festhängen. Und es bedient unsere Schuldgefühle, weil die große Mehrheit in einem Lebensgefühl gefangen ist, eine vermeintliche Schuld abzutragen und immer mehr abtragen zu müssen, was ja dann nur die Bestätigung dieses Unterbewusstseins ist. So, wenn wir jetzt dieses System, wenn wir jetzt ein gerechtes System einführen durch zinsfrei fließendes Geld, wo es keine Umverteilung gibt, wo es nur eine Neutralverteilung gibt und
und für alle genug da ist. Wenn wir das einführen würden und diese Dinge sind noch da, die Mangelgefühle sind noch da, die Gier ist da, dann wird das Denken sein, wie können wir dieses Geld für unsere Zwecke nutzen? Wie kann ich das für mich nutzbar machen? Wie kann ich das so nutzen, dass ich maximal profitiere? Weil der Egoismus kann, also eine egoistische Einstellung, die nur auf eigene Gewinnmaximierung aus. Es kann mit dem nichts anfangen, weil das Zinsgeld das nicht hergibt. Es gibt keine Bezahlung für Vermögen in diesem System. Es geht nur alles gemäß der erbrachten Leistung an die Menschen. Das heißt, das kann, selbst wenn es von oben vom Staat eingeführt würde, würden die Menschen das ablehnen, wenn das Bewusstsein hier hängt. Das heißt, es braucht wirklich ein Überwinden dieser Negativität, ein Überwinden der Mangelgefühle, ein Überwinden der Gier, ein Überwinden der Schuld, ein Auflösen der Schuldgefühle, ein Bewusstwerden und liebevolles Auflösen unserer Schuldgefühle. Und das ist gerade ja, wie schon gesagt, in Deutschland ein zentrales Thema für unsere Befreiung. Ohne Befreiung von der Schuld wird es bei uns keine Befreiung geben. Und mit der Befreiung von unseren Schuldgefühlen werden wir frei werden. Ja, also das ist dieser enge Zusammenhang zwischen zinsfrei fließendem Geld und Bewusstseinswandel, den ich ja auch schon im letzten Einzelvideo erklärt habe. Wir brauchen den Wandel, um zinsfrei fließendes Geld einführen zu können. Und wir brauchen das zinsfrei fließende Geld, um jene Automatismen hier, jene negativen Automatismen zu beenden, die immer wieder neu Mangelgefühle erzeugen. Weil die permanente Geldverknappung erzeugt ja permanent neue Mangelgefühle. Die Umverteilung erzeugt ja permanent neue Gier. Und die permanente Verschlimmerung der Zustände durch dieses Geldsystem erzeugt ja auch permanent unterbewusste Schuldgefühle, weil wir uns dann doch unterbewusst schuldig fühlen, wenn alles immer schlimmer wird und denken, mein Gott, was habe ich verbrochen? Es wird alles immer schlimmer. Das ist unterbewusst. Und das wird natürlich nicht mehr gefüttert, wenn die Zustände nicht mehr schlimmer werden, sondern wenn eine gigantische allgemeine Fülle entsteht, die durch das zinsfrei fließende Geld entstehen wird. So, jetzt haben wir nochmal den direkten Zusammenhang zwischen zinsfrei fließendem Geld und Bewusstseinswandel. Das war es wieder für heute. Lasst mir eure Kommentare unten, gebt mir ein Like und denkt immer daran, wir können in der Welt nur verändern, was in unserem Geist ist. Wenn wir in der Welt Frieden wollen, dann muss zuerst in unserem Geist Frieden sein. Macht's ganz gut, bis dahin.